Aloha Leute, wir befinden uns hier in Frankfurt am Main. Am Main. Und hinter unserem lieben Kameramann Jan findet zum ersten Mal überhaupt in Deutschland die Main Matsuri statt. Main Matsuri 2018. Viele Cosplayer, die ich kenne, haben sich dagegen entschieden, hierher zu kommen. Und wir erörtern heute, war das die richtige Entscheidung oder solltet ihr 2019 mit uns auf die Main Matsuri gehen? Viel Spaß! Wir haben hier einen mir total unbekannten Cosplayer aufgetrieben und ich frage jetzt einfach mal, wie es hier so ist. Wie ist es hier so? Hallo Fremder, dies ist mein erster Tag hier. Du cosplayst auch zum ersten Mal, habe ich gehört. Ist das richtig? Das ist richtig, das ist mein erstes Kostüm. Aber dann ist es doch schon, das ist ein sehr hoher Einstieg. Bist du dir denn nicht ein bisschen unsicher, dass du das auch weiterhin so auf hohem Niveau halten kannst? Ja, ziemlich. Das wird nix. Ich geb's auf. Das ist mein letztes Kostüm. Ich habe jetzt hier einem Cosplayer schon das Cosplayen ausgeredet. Nee, ich geh nach Hause. Was braucht ein gutes Cosplay-Video? Was ist die geheime Zutat? Die geheime Zutat? Nun ja, also auf jeden Fall brauchen sie, ich sieh sie ja mal, Quotengirl. Du standest jetzt eine ganze Zeit an, um dir diese Mahlzeit zu holen. Kannst du uns denn verraten, was das genau ist? Also ich habe hier vegetarischen Curryreis und japanische Maultaschen, glaube ich, heißen die. Entweder mit Hühnchen oder mit Gemüse drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es jetzt mal probieren. Also das Einstehen hat sich gelohnt. Das ist echt verdammt lecker. Die weiß ich noch nicht. Soll ich die auch gleich mal probieren? Wir sollten öfter japanisch essen gehen. Gibt es da irgendwas Vergleichliches, was du schon hierzulande gegessen hast? Bei denen nicht. Die sind echt lecker. Und das hier schmeckt einfach nach einer richtig, richtig guten Currysoße, wie man sie sich vorstellen würde. Der eigentliche Grund von diesem Interview ist einfach, wir wollen erörtern, lohnt es sich für Cosplayer auf die Main Matsuri zu gehen? Was ist deine Meinung dazu? Was sind die Stärken und was sind die Schwächen hier? Kommt alle hierher. Die Stärken sind die Nähe zum Rewe. Das ist super gut. Die Bierqualität ist hervorragend im Rewe. Ihr könnt so Kostüme anziehen und keiner guckt euch schief an. Den ganzen Tag Sachen aus der japanischen Kultur vorgetragen. Wir haben jetzt hier ein wunderschönes Musikstück, was ihr wahrscheinlich durch das Mikrofon nicht ganz so gut hören könnt, aber es lohnt sich, weil es ziemlich cool ist. Es ist so cool, dass mir sogar die Sonnenbrille heute gesprungen ist, falls man das sieht. Also da springt sogar das Holz von der Sonnenbrille, richtig geil. Und jetzt sogar das Glas von der Sonnenbrille und das war nicht eingeplant. Genießt einfach die Show und ignoriert mich.
Man sieht's. Samstagabend auf der Main Matsuri und ich hatte mittlerweile genug Möglichkeiten, Impressionen zu sammeln. Was habe ich am Anfang erwartet? Ich habe ein Festival erwartet, was recht interessant sein dürfte, aber auch deutlich mehr Cosplayer. Es sind tatsächlich erschreckend wenig Cosplayer im Vergleich zu dem, was sich bei mir in den Gedanken abgespielt hat. Das muss aber nichts Schlechtes sein, denn heute wurde man als Cosplayer wieder als was Besonderes angesehen. Viele Fotoanfragen, viele nette Leute, die auf einen zugekommen sind und ich hoffe, bis zum nächsten Jahr, vielleicht auch mit Hilfe dieses Videos, bessert sich das Ganze und es sind deutlich mehr Cosplayer hier, denn eigentlich finde ich es hier ganz cool. Man kann kostenlos zu den ganzen Merchandise-Ständen gehen. Man muss nicht fürs Geld ausgeben, Geld ausgeben. Man kann, obwohl es richtig geile Acts sind hier, kostenlos an die Bühne ran und sich alles angucken. Es versteckt sich nicht, wie bei manchen Conventions, hinter einer 40 Euro für einen Tag Paywall. Dafür von mir den Daumen hoch, falls man den in der Dunkelheit überhaupt sehen kann. Was lässt sich noch sagen? Location, richtig geil. Es ist in der Innenstadt, man kommt überall hin, wenn man Hunger hat, man ist nicht auf das Essen hier angewiesen, man kann auch zur Pizzeria laufen zum Beispiel, man kann zum Rewe gehen, wie im Interview schon gesagt, und man ist direkt am Main. Jan, schwenk mal kurz rüber, mach mal ein bisschen heller, atemberaubend, echt, es ist zwar jetzt nicht die beste Convention des Jahres, aber eine Location, die es in sich hat. Man kann hier abends am Main chillen und das ist so viel wert, meiner Meinung nach. Am Main chillen ist auch das richtige Stichwort. Interessant ist es, wo sich Cosplayer, wenn sie zum ersten Mal auf einer Messe, auf einem Fest, auf einer Convention sind, wo sammeln die sich? Da sammeln sie sich. Ich habe euch gesagt, es sind nicht viele, aber die paar, die da sind, haben sich hier am Main gesammelt, um zusammen zu chillen und zu bubbeln.